Die Wiener Austria gegen Sturm Graz, das Nachtragsspiel der sechsten Runde. Es sollte ein ereignisreiches werden. 24. Minute, der richtig starke William Böwing hat Platz, zieht ab, 1:0 für den SK Sturm. Dann wenige Minuten vor der Pause sind es abermals die Grazer, die treffen. Kamera auf Jalkue, der weiter auf Sidi Chatta und es steht 2:0 für den SK Sturm. Eine erste Hälfte ganz nach schwarz-weißem Geschmack. Im zweiten Spielabschnitt nimmt der Spielverlauf dann allerdings eine Wende. Emir Karic sieht nach diesem Zweikampf mit Ranftl gelb-rot. Er ist einer von zwei vorbelasteten Spielern bei den Grazern. Der zweite, Sidi Chatta, sollte seinem Teamkollegen nur 3 Minuten später, also in der 57. Minute, nach diesem Foul gegen Barry in die Kabine folgen. Gegen 9 Mann, die Austria dann klarerweise spielbestimmend. Barry mit der Flanke auf Matteo Perez. Winlöf, der mit dem Kopf, Anschlusstreffer nach einer Stunde für die Wiener Austria, die dann natürlich zumindest das Unentschieden noch holen will. Kurz vor dem Start der Schlussviertelstunde. Eckball Dominik Fitz, Kopfball Lukas Galvao, Ausgleich 2:2. Die Veilchen treffen also einmal mehr mit dem Kopf. Es war dies zugleich das letzte Großereignis des Spiels. Austria und Sturm trennen sich also unentschieden.